Einen wunderschönen guten Morgen zum Wochenstart mit Theresia, der Abundancer. Abundancer steht für Abundance, nämlich im Sinne von einer gefühlten Fülle, die auch dir möglich ist, wenn du den einen oder anderen Impuls aufgreifst, den es einerseits wöchentlich auf den Wochenstarts-Videos gibt, immer um 8 Uhr in dieser Seite, Facebook-Seite von mir, oder dann in späterer Folge auch auf YouTube hochgeladen. Und auch inzwischen gibt es immer wieder mal Dinge, die ich einstreue, die dich anregen können, vielleicht auch aufregen und in jedem Fall was verändern können. Dazu bist du eingeladen. Vor allen Dingen, wenn wir das heutige Thema anschauen, wo ich bewusst diesen Fokus auf die Kommunikation lenke. Für mich ist wirklich so der Fokus meiner Arbeit, Haltungs- und Ausdruckstraining für Menschen anzubieten, die einfach auch so die innere Wahrheit erkennen können, sich dafür den Raum nehmen und mutig sind, dem auch den Raum zu geben, das auszusprechen, strahlend mutig klar für ihr Leben zu sein, für Lebendigkeitsqualität. Und in einer Zeit, wo Kommunikation schon auch eine neue Anforderung hat oder neue Möglichkeiten auch bietet und dadurch Anforderungen bringt und damit zur Überforderung führen kann, ist es einmal mehr für mich wichtig, dir heute diesen Impuls mitzugeben, wie du damit umgehen kannst. Und vor allen Dingen, der erste Schritt ist immer, wenn Veränderung etwas ist, was du einleiten möchtest, dir bewusst, dass du das wirklich, wirklich verändern möchtest. Schritt 1. Schritt 2, wenn ich weiß, dass ich das verändern möchte, weil ich spüre, da gibt es eine Überforderung, ganz klar auch dorthin zu schauen, was mich überfordert. Ganz klar und ganz ehrlich damit zu sein, mit dir und mit dem, was sich in deinem Leben wirklich für dich abspielt. Und das ist auch etwas, was für mich immer wieder, ich meine, als Kommunikations-, wenn man sagt Haltung, Ausdruckstraining, Kommunikationstraining, ich bin nicht davor gefeit, mich nicht auch selber an der Nase zu nehmen. Ich habe gerade eine sehr intensive Zeit mit einigen Events, die parallel laufen. Wir haben ja die Möglichkeit, viele Dinge auch nebeneinander gleichzeitig machen zu können. Und das ist aber auch schon gleichzeitig das, warum es dann manchmal zu einer Überforderung kommen kann. Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Und zwar, wenn du hergehst und schaust, wo du aktiv bist mit Kommunikation, mit Interaktion, dann gibt es einerseits die Social-Media-Plattformen, wo du vielleicht auch in diversen Gruppen drinnen bist und dadurch auch Meldungen bekommst, wo sich immer wieder Änderungen gibt, weil irgendwer was reinpostet, weil irgendwer dort eine Info reingibt. Das ist was, das heißt, es ist ständig dieses blaue Pünktchen auf Facebook mit einer Zahl. Oder du bist auch jemand, der WhatsApp nutzt und dort verschiedene Gruppen hat, wo er mit dabei ist, und wir kriegen von vielen, vielen Seiten dann damit einfach auch Informationen. Vielfach wirklich auch Dinge, die wichtig sind, die wir vielleicht auch nicht vergessen sollten. Denn nicht nur Unterhaltung ist etwas, was eine große Fläche inzwischen bekommen hat, sondern es geht wirklich auch darum, natürlich auch die Dinge, die zu tun sind in seinem Leben, noch zu erledigen. Und damit ist die Frage, wie kannst du so damit umgehen, dass dich all die Kommunikation nicht überfordert, und du zurechtkommst mit dem, was für dein Leben auch wichtig ist. Und dass nicht der Alltag dann plötzlich auch zu einer Überforderung wird, weil das ja auch noch erledigt werden muss. Ja? Unser Gehirn ist so konstruiert, dass Gewohnheiten an und für sich dafür gedacht sind, das Gehirn zu entlasten. Aber was hilft es, wenn das Gehirn entlastet wird, wenn deine Haltung zu dem, was alles zum Tun ist, einfach so, alles so anstrengend und mühsam ist? Das heißt, der ganze Vorteil, den die Konstruktion des Gehirns uns liefert, wird eigentlich sofort weggemacht mit dem, weil wir in unserer Einstellung einfach nicht so happy sind mit dem, was wir alles zu tun haben. Und das kommt aus meiner Sicht sehr stark aus dieser Überforderung der vielfachen Kommunikation, die wir erleben. Deswegen, ich wiederhole nochmal. Wichtig ist, dass du für dich klar haben musst, du möchtest da echt was verändern, denn ansonsten tut sich da gar nichts. Wenn ich mit Menschen arbeite, ich sage am Anfang immer, mir ist wichtig, dass ich weiß, ob du wirklich, wirklich was ändern möchtest. Weil wenn du nicht wirklich was ändern möchtest, wenn du merkst, das Drama oder das Opferdasein hat irgendwie auch so viel Kraft und da willst du bleiben, dann wirst du nicht mit mir arbeiten. Ja?
Also wichtig, dass du was ändern möchtest, eine Bewusstheit für das, was wirklich ist. Deswegen die ganzen Plattformen, auf denen du bist. Was machst du? Wo bist du aktiv? Um dann herzugehen und zu hinterfragen, was ist es, was für dich von Moment zu Moment von zentraler Bedeutung ist. Und es kann sein, dass du, so wie ich zum Beispiel, auch einmal gewisse diverse WhatsApp-Gruppen auf stumm schaltest. Es kann sein, dass du dir gewisse Benachrichtigungen nicht zusenden lässt, sondern ganz gezielt für dich wie so Öffnungszeiten hergehst, um in den Gruppen oder in den Plattformen gezielt nach dem zu schauen, was für dich wirklich wichtig ist. Das kann zum Beispiel heißen, dass wenn du weißt, die Wochenstart-Videos von mir, die findest du super und du kannst es vielleicht sogar einrichten, montags um 8 Uhr dort live dabei zu sein, ist das eine Möglichkeit. Das andere kann sein, dass du weißt, es ist um 8 Uhr, gibt es das Video und wenn ich wann auch immer dafür Zeit habe, schaue ich mir das ganz gezielt an. Sei es in irgendeiner, also ich bin jemand, ich habe auch meine Ohren stoppeln sehr aktiv, weil ich durchaus auch den Wert erkenne von dem, dass Informationen einfach so einen Mehrwert bieten können, der mich in meiner Lebensfreude, in meiner Lebendigkeit unterstützt. Und das ist eben nicht nur Unterhaltung, das, was das liefern kann, sondern vor allen Dingen, und dazu lade ich dich ein, wirklich auch bewusster zu werden. Und wenn du einen sehr übervollen Kalender hast, meine Strategie ist wirklich auch die geworden, dass ich von einem Tag auf den anderen lebe. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht so, ja, das machen wir alle. Prinzipiell ja, aber die Haltung ist, hat sich für mich schon verändern müssen, weil ich weiß, dass zum Beispiel, also mein Mann hat mich zum Beispiel gerade gestern gefragt, wann er jetzt beim Schulfest denn fürs Grillen eingeteilt ist. Und dann habe ich so kurz überlegt, habe gesagt, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich kann da nachschauen. Beziehungsweise ich weiß, ich habe das geschickt, also das, du kannst nachschauen, das steht in deiner Nachricht. Aber ich werde mich mit dem Plan sowieso noch beschäftigen, weil ich ja beim Schulfest mithelfe. So, diese Frage, drehen wir die Zeit zurück und sagen wir, das wäre jetzt vor, weiß ich nicht, 3 oder 5 Jahren gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich ausgezuckt, weil, nicht weil er mir jetzt was fragt, was wir nämlich immer, quasi dem sind wir immer ausgeliefert, dass wir andere dich irgendetwas fragen wird, wo du eine Antwort hast oder auch nicht. Die Frage ist, wie gehst du damit um, eine Antwort zu haben oder auch nicht. Und mich hätte es damals sehr gestresst oder ich wäre wahrscheinlich explodiert. Ich habe dir das eh schon geschrieben, schau doch nach, wenn du das wissen willst, weil ich habe dir das deswegen genau geschrieben, dass du nicht mich schon wieder fragen musst. Ja? Das ist das, was in mir dann geworden ist, weil ich meine, wenn man Kommunikation so bedeutsam hat und dann wirklich schaut, dass das, was wichtig ist, kommuniziert, dass es beim anderen ankommt und dann kommt es erst nicht an, dann was soll ich denn noch machen, außer dass man schreibt, okay, jetzt, Jahre später, wir drehen die Zeit wieder vor, zu wissen, ich habe mein Bestmögliches getan, um die Info weiterzugeben. Und ja, ich könnte es vielleicht gerade wissen, aber ich weiß es auch nicht. Es ist jetzt auch nicht wichtig. Und dann einfach friedvoll diese Information, die vom Text ja vielleicht sogar genau das Gleiche sein kann und auch ist, ganz anders zu bringen, nämlich mit einem ja, stimmt, Freitag, ich weiß die Uhrzeit jetzt nicht, ich habe das geschrieben, weil du das ja auch wissen solltest, wann du das machst. Und ich merke, die Zeiten sind jetzt irgendwie angesichts der schneller werdenden Kommunikation auch so geworden, dass ich dir das eben nicht mehr alles sagen kann. Aber ich kann es dir sicher am Freitag sagen. Deswegen von Moment zu Moment zu leben, ist das, was ich dir einfach da auch raten kann. Und dir einfach dadurch bewusst zu werden, was im Moment gerade von Bedeutung ist und wichtig ist. Und es ist natürlich so ein Spielchen, da könnte ich es total ausholen, aber es ist ein Wochenstart-Video, das dir einen Impuls geben soll, wo ich maximal für 10 Minuten online sein möchte, um auch deine Zeit wertzuschätzen. Und was auch immer ich sage, wir haben auch nur ein gewisses Potenzial, das zu verarbeiten, was da kommt. Deswegen zusammenfassend für dich heute, wenn du das mitnimmst, ist es super. Wenn du merkst, Kommunikation überfordert dich,
dann kann der Wunsch und diese Einstellung, dieses ich möchte wirklich was daran verändern, ist der erste wichtige Schritt, denn nur das, auf Basis dieser Haltung, wenn das der erste Switch ist in deiner Haltung, ist das das, was das Gelingen ermöglicht. Um dann ganz bewusst und ehrlich herzugehen und zu schauen, was ist alles an Kommunikation, was mir umgibt, wo Kommunikation Thema ist, um dann herzugehen und a prioritär zu bearbeiten, zu sagen, okay, das Thema ist jetzt gerade wichtig, dafür muss ich gewisse Informationen weitergeben oder ich kann das jetzt auf stumm schalten, weil es wird mich nicht beschäftigen bis Datum X. Also es ist wirklich so eine neue Art des Kommunikationsmanagements, was dir da helfen kann und für alle Wirtschaft unter euch. Ich finde, das ist wirklich auch dieses wirkliche klassische Pareto-Prinzip. Oliver, bist du stolz auf mich? Kannst du erinnern, unsere gemeinsamen Trainings. Also es ist wirklich diese Auseinandersetzung, diese Planung, sich dafür Zeit zu nehmen und die Zeitqualität, und um das geht's, wird ganz eine andere sein. Und der vom Gehirn so tolle Mechanismus, dass Gewohnheiten sich etablieren können, ja, das zu genießen, dass es so ist und nicht dann weiter in diesem Verlauter, es ist so viel zum Tun und oh mein Gott, und ich schaffe das alles nicht, in eine Spirale zu kommen, wo nämlich wirklich nicht einmal mehr der Alltag Spaß macht. Weil das jetzt, ach, das Klopapier auch noch ausgegangen. Ja, Glück, heute ist Montag, heute kann man wieder einkaufen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, Lachen ist übrigens ein ganz toller Faktor. Wer mit mir arbeitet, der weiß, dass viel gelacht wird. Und Lachen ist immer da möglich, wenn man irgendwie merkt, ah, oh Gott, ja, es ist irgendwie, wir haben eine neue Klarheit, einen neuen Level an Klarheit erreicht und irgendwas integriert, wo wir nicht mehr getriggert werden müssen ständig, sondern einfach auch mal wieder drüber lachen können. In dem Sinn, eine wunderbare Woche mit einer neuen Bewusstheit, wenn du dich mit Kommunikation auseinandersetzt, so wie jetzt gerade das Video, bewusst zu schauen oder eben mal nicht zu schauen, auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen, das anzuschauen, ein bisschen gezielter mit dem Thema umzugehen, um dich nicht damit zu überfordern. Und das wäre schade, weil es ist einfach auch was Wunderschönes, in Kommunikation zu stehen. In dem Sinne, ich freue mich, wenn wir wieder in Kommunikation sind, ob hier auf Facebook oder im Einzelsetting oder einfach mal ein Anruf. Für die, die mich nicht kennen, das erste Gespräch, wenn du überlegst, mit mir zu arbeiten, an deinem Ausdruck, an deiner Haltung was zu verändern, dann gibt es die Möglichkeit für ein erstes kostenloses Gespräch. Ja? Also, es liegt an dir. Eine schöne Woche, auf alle Fälle wünsche ich dir.